Ist man verpflichtet, nicht der Vorteil, sondern ist man verpflichtet, einer Rechtsschule zu folgen? So, wir haben doch dieses Thema tausendmal durchkaut, oder? Das weißt du doch. Du kannst hier sitzen, wo ich sitze, und das bestimmt wiedergeben. Ja, aber. Willst du es nochmal hören? Okay. Wir haben ja gesagt, ne, das ist wichtig, das Allerwichtigste ist, dass in deinem Kopf, auch wenn du einem Mazhab folgst, ich sage ja nicht, dass du ja so rahmlos durch die Gegend fährst, ja? Weil du bist ja weder Mujtahid, mutlaq, noch Mujtahid, noch wir sind ja gerade so, versuchen, den Ignoranz aus unserem Herz raus und Nafs und Hawa und all diese Sachen. Das ist gerade, wo wir jetzt gerade stehen. Ja? Ist ja klar. Aber ich möchte, dass du immer in dein I'tiqad, immer fest, was du in deinem Herzen hast, dass du folgst eigentlich nicht Abu Hanifa oder Malik oder Shafi'i oder Ahmed. Rahimahullah. Eben, dass du die Sunna eigentlich, wer für dich ausschlaggebend ist, nicht was Ahmed gesagt hat, wenn Sunna gibt es dazu. Verstehst du? Deswegen habe ich auch Ulrich letztes Mal gesagt, diese Loyalität, die Sunna gegenüber, das ist von Pflicht des Propheten uns gegenüber. Das ist von unserer Pflicht ihm gegenüber. Du kannst nicht das, was er, kein kann ihm bezahlen, kein kann ihm das geben. Aber das Wenigste, was ein Muslim machen kann, um Rasulullah zu sagen, yani, Jazakallahu anna khairan, oder an die Umma khair, dass ich nur deine Sunna mit mir mein ganzes Leben. Verstehst du? Das ist das Wichtigste. Wo dein Ertiqat ist, das ist, wo das liegt. Weil wir hatten ja gesagt, die Leute nehmen Ahnaf und Schafi'iyya und Malikiyya als Din, nicht als Mazhab. Und wir haben in einem vorletzten Vers oder was weiß ich schon gesagt, dass Leute, die ja immer sind, Alhamdulillah, in Sicherheit. Ihr sollt zusehen, weil die haben schon alle diesen goldenen Satz gesagt. Wenn der Hadith, wenn meine Meinung da ist und der Hadith da ist, nimmt meine Meinung und schmeißt ihn weg. Und anderen sagen, meine Meinung ist, was Hadith sagt, wenn ihr das findet. So, Allah Ta'ala hat diese immer abgesichert. Die sind abgesichert. Nur du und ich sind in die Gefahr. Die Leute sind ab, die werden raus. Wenn du sagst, weil Imam Hanifa es gesagt hat, er ist fein raus. Er ist fein raus. Er hat für sich schon gesichert. Schafi'i genau dasselbe. Malik genau dasselbe. Ahmed genau dasselbe, alle immer genau dasselbe. Weil sonst, du machst einen eigenen Deal. Sonst, du machst einen eigenen Deal. Versteht ihr?